der Saarländer. Die Krone der Schöpfung. Ausgestattet mit reichhaltigem Zubehör und äußerst modebewusst. Auch gilt er als großer Denker, was Erfindungen wie das Doppelweg oder der Schwenker eindrucksvoll belegen. Der beste Freund des Saarländers ist der Franzos. Salut! Beide legen größten Wert darauf, nicht miteinander verwechselt zu werden. Es gibt jedoch zahlreiche Unterscheidungsmerkmale, die dem Kenner eine zuverlässige Trennung der Spezies erlauben. Der Saarländer blickt auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurück. Wo heute das Saarland ist, war vor 50 Millionen Jahren nur Urwald. Die Ureinwohner sahen natürlich noch ganz anders aus, hatten aber schon die Vorlieben echter Saarländer, weshalb sie auf Lateinisch Ichthyosteger genannt wurden. Doch dann kam die Zeit der Dinosaurier und schließlich dem Homo grilliensis, dem aufrecht grillenden Saarländer, Platz zu machen. Durch das ständige Knoddeln mit den metallischen Schwenkern ist der Saarländer im Laufe der Evolution magnetisch geworden. Saarländer und Pfälzer zum Beispiel unterliegen einem natürlichen Abstoßungseffekt. Saarländer untereinander jedoch ziehen sich an. Und das funktioniert sogar weltweit. Egal, wo man rumhängt, ein anderer Saarländer findet sich ganz von selbst. Der Saarländer in der Fremde, also zum Beispiel in der Pfalz, hat ein Problem, weil ihn keine Sau versteht. Die Lösung des Dilemmas liegt im Geheimnis des original saarländischen Leona-Wurstringels. Wenn man sich den nämlich in die Ohren stopft, ist man in der Lage, saarländisch bestens zu verstehen. Zur Feinjustage empfehlen sich 1 bis 2 Fläschlein Urpilz. Der Saarländer liebt Tiere über alles, sei es die Uni-Eule, Saarbrücker Kunstlöwen oder Luxemburger Kulturhirsche. Manche Tiere mag der Saarländer so sehr, dass er sie am liebsten in praktische Scheiben schneidet, um sie immer bei sich zu haben. Und obwohl man hier sagt, um 12 wird Gess, finden sich zu jeder Zeit ganz viele Leute, die auch gerade Hunger haben. Im Sommer schwenkt man am liebsten ohne auf der Strohs, was nicht heißt, dass zu anderen Jahreszeiten nicht geschwenkt wird. Zumal der Saarländer und Petrus auf Du und Du sind. Ja, gut, ach, ich hol mal vorne, ich bin immer bei dir. Ja, sicherlich, das können wir machen. Das wäre mal was anderes. So glaubt der Saarländer fest an die heilige Dreifaltigkeit. Gott lenkt, der Mensch denkt, der Saarländer aber schwenkt. Oder kurz gesagt, Hauptsache gut guess. Ah, na sehen Sie, da haben wir doch mal schön so ein Schein hingekriegt. Musik, die hat er oder gesungen für einen Enzian, hat er gesungen. Ich muss sehen. Komm, pack zusammen. Oh, Film ist aus. Mach Schicht.